Hallo und willkommen zurück zu The Legend of Zelda Twilight Princess HD. In der letzten Folge haben wir uns in das neue Gebiet, Ranel heißt es glaube ich, begeben und haben den Geruch von Ilya gefunden und naja, verfolgt und der führt in das Wirtshaus oder was auch immer das hier unten sein soll. Ja, Link möchte euch noch Hallo sagen. Wow. Okay, und dann würde ich sagen, gehen wir da einfach mal rein. Was steht da? Ja, Thelmas Wirtshaus. Ja, sorry, das wusste ich noch. Was soll's, ne? Macht ja nichts. Genau, und hier werden wir dann wohl jemanden wiedersehen, den wir schon suchen, erwarten, kennen. Ihr wisst, was ich meine. Oh, schau mal. Ein Mädchen. Hallo, Mädchen. Hallo, Junge. Hallo, Oma. Dieser Junge, ob er wohl wieder gesund wird? Nur keine Sorge, der Bote zum Arzt ist schon unterwegs. Ach, die Alte redet. Ach Mann, das könnte man, das sieht man auch so schlecht immer vorher, ne? Also, trotzdem, ungewöhnlich. Nee, die Stimme, wie macht man die Stimme bitte? Ein Junge vom Volk der Zoras. Ob das wohl irgendetwas mit dem zu tun hat, was der Wachsoldat geredet hat? Na, schau mal einer an. Ist das nicht eine alte Bekannte von dir? Und merkt dich gar nicht. Okay, dann würde ich gerne nochmal ranschauen. Der arme Junge, er wirkt so unschuldig und muss so leiden. Keine Sorge, mein Kind. Der Bote zum Arzt ist schon unterwegs. Trotzdem, ja, okay. Was der Wachsoldat eben gesagt hat. Also Wachsoldat, da vielleicht? Da drüben? Ja, da drüben. Wachsoldat, lauschen. So, Männer, wenn Sie nicht zur Quelle des Lichtgeistes am Hyliasee pilgern können, hagelt es Proteste von den Bürgern. Deshalb werdet ihr euch jetzt dorthin in Bewegung setzen. Die Stelle habe ich euch ja auf der Karte gezeigt. Alles klar? Ja, Sir. Nein, Sir. Was? Ey, schaut euch gefälligst die Karte genau an und merkt euch, wo ihr hin müsst. Okay, mache ich. Dann muss ich eben wieder ran, ne? So, wir sollen herausfinden, warum man den Lichtgeist am Hyliasee nicht besuchen kann. Befehl von oben. Verstanden? Ja, Sir. Nein, Sir. Da müssen wir hin. Da ist ein Ziel. Da. Weiß nicht warum, aber okay. Dann gehen wir mal dahin. Wird man das jetzt mitten an nochmal sagen, oder ist das klar? Hm? Der Wachsoldat meinte, wir können nicht zur Quelle des Lichtgeists gehen. Was soll das bedeuten? Wenn der Lichtgeist irgendwo am Hyliasee ist, dann müssten wir auf jeden Fall zu ihm hin. Okay, ja, dann haben wir wohl eine Aufgabe. Weil sonst gibt's hier scheinbar nichts, außer den beiden Gruppen da zuzuhören, die zu belauschen ein wenig. Und ja, in diesem Sinne machen wir das eben und dann... Wo muss ich denn lang? Ich habe irgendwie das anders in Erinnerung, dass das nicht so läuft, sondern dass ich irgendwie was anderes zu tun habe. Ach Mann, ich weiß es nicht mehr. Das ist so lange her. Hilfe, Hilfe. Ja, dann werde ich wohl einfach mal dahin gehen. Ich schätze mal, vielleicht hier... Nee, hier geht's nicht raus. Dann vielleicht da lang... Wuff. 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 So. Ja, ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Also so richtig wissen tue ich es nicht, wo ich hin muss. Ich laufe mal nach Westen. Immer nach Norden. Hier geht's tatsächlich raus. Okay. Super. Das sind auch schon Monster. Die machen wir platt, oder? Bam. Später konnte man, glaube ich, den Fangstoß auch bei dem, also auch als Wolf benutzen. Ach egal, was soll's. Laut Karte sollten wir jetzt. Das muss ich mir echt abgewöhnen, ne? Das ist so schlimm. Vielleicht merkt ihr das gar nicht, aber ich denke immer so, ja, also wir sollten jetzt zum Lichtgeist. Ranel, zum Hyliasee. Hier geht es nicht lang. Schade. Schade. Oh, eine Truhe. Hilfe. Ah, Mama. Böse Gegner. Was mache ich denn? Alter, bin ich echt zu unfähig? Keine Antworten bitte. Schreibt sie mir nicht in die Kommentare. Oh, Alter, das ist eine Treppe. Geh mal da hoch. Ja, okay. Ja, dann eben nochmal den kleinen Umweg da links, rechts, geradeaus und so. Schneller, 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 schneller. Ich kann rennen, denn ich bin ein Wolf. Wolf, 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 Wolf. So, wir haben also dann wieder die Aufgabe, naja, wie es halt immer ist, ne? Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass in diesem Gebiet wieder Licht scheint, dass es wieder Licht gibt hier. Und das bedeutet für uns, den Lichtgeist finden, dafür sorgen, dass er seinen Seelentau zurückbekommt
Und dann entsprechend ist die Licht, ist die Welt wieder sehr licht. Nicht lichterlo, sondern einfach nur hell. Und dann werden wir mit Sicherheit wieder irgendeinen Dungeon besuchen und das geht dann immer so von vorne los. Nur, dass wir die ganze Sache mit den Lichtgeistern dann abgehakt haben, denn es gibt nur die drei. Also neben Latuan, der ja mehr oder weniger ein bisschen... Heißt der überhaupt Randell? Was erzähle ich denn? Der heißt Randell, oder? Randell? Latuan? Boah, ich hab die anderen vergessen, ne? Ja, ja, toll, eine Brücke, schön. Ach so, das ist der Hylia-See? Ah, ich weiß, was passiert, aber ich verrate nichts. Toller See. Ja, ich schaue jetzt nochmal auf die Karte, einfach weil ich gerne wissen möchte, wie die anderen Gebiete heißen. Es fällt mir nämlich gerade nicht ein. Eldin, natürlich. Und Firone, also Leute, das weiß man doch, ne? Also es gibt vier Gebiete. Ranel, Eldin, Firone und Latuan. So, dann müssen wir jetzt wohl die Brücke überqueren, um da hinzukommen. Eine andere Möglichkeit sehe ich hier nicht. Zwinker, zwinker. Was ist denn das hier für eine Flüssigkeit? Sieht aus wie Öl, oder? Hey, riecht es hier nicht irgendwie komisch? Ja, nach Öl. Wieder rausgejumpt kam. Geil. Peng. Ach, der schießt hinter mich an den Anfang der Brücke. Und dann wird sich das wohl alles entzünden. Oh mein Gott. Aber es kommt nur bis von einer Seite. Ich kann da einfach gerade... Oh. Okay, das hat sich dann wohl erledigt. Keiner weiß, wie der die Pfeile angezündet hat, denn er hat nur einen Bogen in der Hand. Mist, jetzt sitzen wir in der Falle. Nichts hier weg hier. Ja, wir haben jetzt folgende Möglichkeit. Kiste. An den Rand schieben. Ja, also, so schwer ist es nicht, ne? Das Feuer, das dauert, braucht ungefähr eine Stunde, bis es hier ist. Wir könnten also noch in Ruhe einen Kuchen backen und eine Wolfsmahlzeit zu uns nehmen. Na komm, auch da und hops. Hui. Platsch. So, jetzt sind wir quasi in den nicht mehr allzu gefüllten See gesprungen. Hylia-See. Willkommen am Hylia-See. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, eventuell die Möglichkeit, den Lichtgeist zu besuchen. Aber das Wasser hier ist noch sehr klar, ne? Also dafür, dass es hier so fast weg ist, hätte er auch schön brackig sein können. Puh, das war ganz schön knapp. Ohne diese Pfütze wären wir erledigt gewesen. Das ist also der Hylia-See. Bisschen wenig Wasser, findest du nicht? Die Quelle des Lichtgeistes muss hier auch irgendwo sein. Schauen wir uns mal um. Ja, laut Map in der Richtung. Da ist nämlich ein kleines Fähnchen. Na komm schon, schwimm doch mal jetzt ein bisschen schneller hier. Wolfi. Was sind das für Gestalten? Ah, das sind Zoras, okay. Es kommt überhaupt kein Wasser mehr runter. In unserer Zora-Höhle muss irgendetwas passiert sein. Und von dort aus wird die gesamte Umgebung mit Wasser versorgt. Aber wie kommt man nur zurück auf die Höhle zum Oberlauf? Am Oberlauf? Im Moment kann man da noch nicht einmal zu Fuß hin. Okay. Weiß ich nicht. Sehe ich aus wie der Quizmaster hier? Ich habe auch keine Ahnung, wo ich jetzt wirklich... Ich dachte, die Höhle von diesem komischen Lichtgeist ist hier irgendwo. Muss ich da hinschwimmen? Laut Map ist die jetzt hier rechts, oder? Komm schon, Kollege. Mach schneller. Also hier ist nichts. Ey, ich... Manchmal, ne, frage ich mich so, wie habe ich das damals gemacht, als ich das als, naja, nennen wir es mal Kind gespielt habe. Es war ja schon eine Weile her und, ne, ich kann mich nicht dran erinnern, wie ich sowas dann immer, ich werde eine Weile rumgerannt sein, ne, und dann relativ ineffektiv Zeit vertrödelt haben, aber wie wir das jetzt machen müssen, keine Ahnung. Ich schätze, wir müssen mit dem Typen hier reden. Irgendwas wird er schon wissen. Hier läuft wirklich gar nichts mehr. Der schwimmende Freizeittagpark von Tobi und Dumnus liegt nun schon auf dem Grund des Sees. Das Wasser in diesem See geht immer weiter zurück. Was haben die Zoras am Oberlauf des Flusses nur gemacht? Oder hat dieser Lichtgeist, der hier verehrt wird, den See verflucht? Und ich könnte noch nicht mal zu ihm gehen, um mich zu beschweren. Das liegt ja alles viel zu weit oben. Ja, toll. Das nützt mir irgendwie gar nichts. Oh, was ist das für ein Typ? Oh, was ist das für ein Gast? Ah, ein Ungeheuer! Ah. Okay. Gehen wir mal zu dem Ungeheuer. Das soll wohl ein kleiner Hinweis mit dem Zaunsfall sein. Oder bei der ganzen Zaunswand. Zaunsfeld, so heißt es. Hallo. Guten Tag. Ich bin Wolfi und du bist? Also, okay, nicht gesprächig. Ah, oh, das fetzt der Sound, der gefällt mir.
What the fuck is going on? Also, ja, verstehe. Ein Vogel. Vogel. Guck mal, ein Vogel. Ein Vogel. Na komm schon. Hui. Ja, da komme ich schlecht dran, ne? Hallo, komm her, komm näher. Als würdest du mich treffen. Hui. Hui, hui. Autsch. Oh, jetzt hat er mich getroffen. Das Schwein. Komm näher, du Sau. Ja, wenn er da oben rumfliegt, kann ich nicht viel machen, ne? Ja, komm, komm. Ich bin wieder schön angeknabbert, den Lump. Und noch einmal. Ja, gib's ihm. Brumm, brumm. Komische Geräusche, die das hier macht. So, den machen wir jetzt platt. Ich greife übrigens als Wolf so irgendwie immer nur mit der Sprungattacke an. Keine Ahnung, man könnte auch mit B angreifen, aber was soll's. Ja, Sprungattacke ist anvisieren und dann A. Oh, Mitnahme macht wieder mal die Monster klar. Hey, ganz brav. Ist ja schon gut. Von nun an bin ich dein neues Frauchen. Hey, mit dem kommen wir im Handumdrehen zur Quelle des Sees. Was? What the fuck? Was wollen wir denn an der Quelle des Sees? Wir wollen zu diesem blöden Lichtgeist. Mitna, schalt doch mal dein Oberstübchen ein. Knark. Oh nein, kommt jetzt das, was ich denke, was jetzt kommt? Ich will nicht. Nein, ich hasse es. Das ist der einzige Part im Spiel, den ich wirklich so gar nicht leiden kann. Dieses Fliegen hier mit dem Monsterteil, mit dem Monstervogel. Na gut, früher musste man das irgendwie mit der Wii Remote machen. Jetzt kann man es zumindest ganz normal mit dem Joystick. Achso, alles klar, es ist invertiert. Aber nach unten? Oh, kann man das nicht invertieren? Das ist doch bescheuert. Normalerweise mache ich sowas. Kann ich das nicht umstellen? Moment. Invertiert. Moment mal, ich schau nochmal. Es ist schon invertiert. Kamerasteuerung. Ach, leck mich doch. Vielleicht geht es bei dem Fliegen hier nicht. Was? Nein! Es ist so komisch. Wenn ich nach unten drücke normalerweise, dann fliegt er nach oben. Und wenn ich nach oben drücke, fliegt er nach unten. Und das ist jetzt hier. Ist das jetzt wirklich nicht zu ändern? Das ist doch scheiße. Jeder normale Zocker macht das so, oder? Oh, da kommt ein ziemlich großer Felsen. Ja, tiefer, links, rechts, geradeaus. Mama! Okay. Ja, ich bin vielleicht ein klein wenig unfähig dadurch. Aber bin ich ja sonst auch, von daher ist es ja völlig in Ordnung, oder? Fliege, Vögelchen, flieg! Pokéball, flieg! Was ist denn das denn? Naja. Ach, mit einem Urhaften hier könnte man das vielleicht vergleichen, oder? Ja, eine gewisse Ähnlichkeit sehe ich da. Ach komm, lieber kleine Krümelchen Felsen. Was wollen die denn damit erreichen? Denken die wirklich, ich fliege da rein? Oh, Moment, jetzt bin ich fast gegen die Niederfalsche. Ach. Ja, aber diese Steine, die da runterballen, das spielt irgendwie keine Rolle, oder? Schneller! Schneller! Aber ich weiß, dass ich hier noch zu tun habe und da habe ich keinen Bock drauf. Aber das war jetzt erstmal der Easy Mode hier von diesem Flug. Ja, wir werden später nochmal auf das Vögelchen steigen und noch was anderes zu erledigen haben. Aber dazu kommen wir, wenn es soweit ist. Jetzt erstmal nicht. Brrrr. Oh, da ist ein so ein Felsendingens zum Heulen. Ja, das ist zum Heulen. So. Tja, da ist wieder mal so ein Schatten, so eine kleine Seele, wie es aussieht. Man hört schon das, ne, den Wind lauschen, rauschen, ihr wisst schon, was ich meine. Oh, sind wir etwa schon da? Dieser Flattermann ist ja richtig zu etwas zu gebrauchen. Also dann, wo leben denn nun diese Zoras? Lass sie uns doch einfach mal suchen. Mann, ist das kalt. Beeil dich ein bisschen. Ach, Mann, die hat auch nur zum Meckern. Die ist ja schlimmer als Toni. Ja, ihr wisst vielleicht, wen ich meine, falls ihr mein anderes Let's Play schaut. Was in aller Welt machen diese Zoras eigentlich? Dieser Fluss ist völlig ausgetrocknet. Was kann da nur passiert sein? So kann ich ja wohl kaum arbeiten. Brrr. Ist das kalt. Ach, wenn es doch nur etwas wärmer würde. Ja, schön. Kann ich rüber? Ah. Ja, dann fall halt runter, wenn du zu doof bist. Ja, toll. Und jetzt? Sag nicht, ich muss jetzt zurück. Ich muss mal auf die andere Seite, Kollegen. Was geht's denn da? Geht's denn dahin? Ist das die Zora-Höhle schon? Also eigentlich würde ich ja gern mal auf die andere Seite. Denn da ist ein Heulstein-Ding. Ihr wisst schon. Aber so wie es jetzt aussieht, komme ich da noch nicht hin. Das wird wohl erst später funktionieren.
Ja, okay, dann halt von der anderen Seite. Was soll's? Oder komme ich da hoch? Nee, da komme ich auch nicht hoch, auf der rechten Seite. Nee, okay, dann machen wir das später. Ich merke mir das mal vor. Bin ja nicht völlig bescheuert, das zu vergessen. Ich werde es dann eh vergessen, aber was soll's. So, rein da. Hier ist ein bisschen Schnee, hier ist ein bisschen Eis, hier ist ein bisschen kühl. Das haben die anderen ja auch schon gesagt. Midna und diese komische Afro-Lady. Ja, die Afro-Lady. Nennen wir sie Brooke. Ja, guter Name. Willkommen in der Zora-Höhle. Ah, hier gibt es wieder viel Jump'n'Run, könnte man das so nennen, ja. Jumping-Action. Oh, Mann. Was ist denn hier passiert? Hab gerade gedacht, ist es kalt hier und da ist doch tatsächlich alles zugefroren. Hier müssten doch eigentlich die Zoras wohnen, oder? Aber man sieht gar keinen von ihnen. Schau mal nach, Kloppy. Ja, genau das sagt sie quasi. Suchen wir die Zoras. So, vielleicht ein bisschen netter, aber ein entsprechender Befehlston, der ist trotzdem zu verstehen, oder? So, die kleinen Fledermäuse, die könnten mir eigentlich am Arsch vorbeigehen. Denn wirklich was ausrichten werden sie ja nicht. Wir werden eh wieder mit nach hier hochspringen müssen. Von hier aus können wir nach oben. Probieren wir es. Ja, die Sprünge sind auch überhaupt nicht unrealistisch. Selbst für einen Wolf mit Nas Kräften. Aber naja. Wir wollen ja nicht kleinlich sein. Ja, ja. Wow, das war ganz schön. Alter, ganz schön gefährlich. So, und jetzt? Hä? Wieso bin ich jetzt abgerutscht? The fuck? Der hat mich überhaupt nicht getroffen, dieser komische Eiszapfen. Boah, Leute, ist das der fucking Ernst? Fuck! Eigentlich brauche ich... Ich hab übrigens gerade nicht hingeguckt, als ich das gemacht habe, ne? Also, eigentlich kann da gar nichts schief gehen. Außer wie gerade eben. Da kommt ein Eiszapfen, der mich nicht berührt und ich falle runter. Ja, ja. Ach, leck mich doch. So. Ich weiß ja nicht, warum ich das immer so schnell mache, aber ich habe immer so das Gefühl, das ist besser. Ah, halt dich fest. Hui, und schon sind wir oben. Yay. So, wie sieht's mit der Zeit aus? Sehr gut. Ach, leck mich. Diese blöden Teile, die interessieren mich irgendwie gar nicht. So, was haben wir denn jetzt zu tun? Wir gehen erstmal in die Zora-Höhle, Quelle wird es wohl sein. Oh, hier sind wieder Mobs. Böse, böse Mobse. Hallo, ich bin's. Ah, was bei den anderen da hinten? Der ist alleine. Ich könnte den auch einfach mit meinem B killen, aber irgendwie... Ich mag das, diese Animation, wenn man an dem dranhängt und auf den einbeißt quasi. Da komm schon ein bisschen näher. So, und geschafft. Easy. Direkt. Kein Problem für den Onkel Rikus und seinen Wolf und seine Midna. Und das war's. Jetzt gibt's ja auch ein Portal. Dann können wir endlich warten. Wenn du mal frische Luft in der lichten Welt schnuppern willst, sag's mir einfach. Ich bring dich hin. So, das ist quasi wieder mal ein kleiner Wink. Also normalerweise würde man jetzt hier drüber nachdenken. Scheiße. Was mache ich hier? Zunächst mal sieht man hier... Ja, ich weiß schon, Midna, was du mir sagen möchtest. Okay, dann schauen wir uns mal an, was Midna zu sagen hat. Hey, schau mal. Da unten, sieh dir das mal an. Ja, genau, ne? Man sieht es aber schon selbst, wenn man ein kleines bisschen aufpasst, sieht man, dass hier auch ganz viele leuchtende Seelchen sind. Das heißt, wir drücken jetzt unser Gespür, deswegen habe ich das auch eben schon versehentlich gemacht. Und sehen, wie die ganzen Zoras im Eis eingefroren und erstarrt sind. Und sich entsprechend natürlich nicht mehr bewegen können. Ja, wenn so eine kleine Eiszeit hier einsetzt. Hey, das sind doch die Zoras, oder? Dann haben die Zoras natürlich schlechte Karten. Aber sieh dir das nur an. Was ist nur mit denen passiert? Habe ich doch gerade erklärt. Na, hör doch mal zu. Und? Was meinst du? In diesem Zustand? Oh, sorry, hab einmal zu viel gedrückt. Können wir sie ja nicht so lassen, nehme ich mal an, hat sie gesagt. Was meinst du? Sollen wir sie nicht wenigstens auftauen? Aber mir fällt mir nicht ein, wie wir das machen sollen. Vielleicht können wir besser nachdenken, wenn wir woanders wären. Es gibt ja auch ein Portal hier. Wir können also jederzeit zurück, wenn wir etwas finden, womit wir das Eis schmelzen können. Ja, okay. Das heißt quasi, wir müssen jetzt rumwarpen, uns ein bisschen, ne, durch die Gegend warpen und etwas finden, womit wir dieses Eis schmelzen können. Ich weiß natürlich jetzt, wo wir hin müssen. Dafür habe ich das Spiel schon so oft gespielt. Als Anfänger habe ich damals ein bisschen gesucht. 3, 4, 5 verschiedene Portale und irgendwann ist es mir dann aufgefallen, wie Schuppen von den Augen und so. Und eigentlich ist es vollkommen klar. Gut, das werden wir allerdings heute nicht mehr machen.
das Eis hier auftauen, das machen wir in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann bewertet und kommentiert das Video, abonniert meinen Kanal und empfehlt mich weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.